Ich bin der Meinung, mittlerweile sollte jeder Marvel oder mal spätestens X-Men-Fan alle möglichen Trailer und Teaser zu Deadpool 3 mitbekommen haben, überhaupt mitbekommen haben, was mit Deadpool 3 abgeht, dass wir den guten Hugh Jackman als Wolverine wiedersehen in Kombination mit Ryan Reynolds als Deadpool. Das sollte alles nichts Neues sein und ich denke, viele werden sich auch schon mit den Easter Eggs, die im Trailer versteckt waren, bzw. hinweisen und was weiß ich schon auseinandergesetzt haben. Und in diesem Video soll es auch nicht darum gehen, wie geil es ist, dass wir Wolverine wiederbekommen, weil es ist offensichtlich sehr geil, dass wir Hugh Jackman als Wolverine wiederbekommen. Und es soll auch nicht darum gehen, diese ganzen X-Men-Anspielungen mit alten Charakteren, mit Rollen, die wir von damals kennen, die wieder zurückgeholt werden. Darum soll es gar nicht gehen. Denn das sind alles Sachen, die sind Hammer, die kennen wir und die wissen wir und da freuen wir uns tierisch drauf. Ich will heute mal auf was eingehen, was sowohl im Trailer gesagt wird, als auch natürlich die ganze Marvel Community quasi momentan auf den Kopf stellt. Und zwar ist es der kleine Satz von Deadpool. Ich bin der Messias. Ja, ich bin Marvel Jesus. Ja, mit diesem Satz hat er quasi angekündigt, er wird Marvel retten, er wird das MCU retten. Und das ist das, was natürlich auch viele Fans von diesem Film erwarten und von diesem Film erhoffen. Wie ich dazu stehe, was meine positiven, aber auch negativen Meinungen dazu sind, das gibt's in diesem Video. Wenn euch das also interessiert, bleibt gerne dran und damit heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, ich denke, es ist keinem Marvel-Fan was Neues, wenn ich sage, ja, MCU bzw. Marvel steckt momentan in, naja, vielleicht einer Glaubenskrise. Die ersten Phasen bis hin zu Endgame bzw. Infinity War und Endgame waren Gold. Es war die goldene Ära von Marvel und danach ging es leider immer Stückchen für Stückchen bergab. Nicht nur, weil uns große Charaktere wie halt ein Tony Stark bzw. ein Robert Downey Jr. als Tony Stark verlassen haben oder halt auch eine Natascha Romanoff. Nicht nur, weil wir Cap verloren haben, nein, wegen dem allgemeinen Umschwung im MCU. Denn es wird aufgebaut, die alten Avengers sind raus und die neuen übernehmen, was ja prinzipiell erstmal nichts Falsches ist. Und über, ich sag mal, die, naja, Probleme hinter Marvel, also hinter den Filmen, also mit den Studios, mit den CGI-Menschen, mit den Leuten halt hinter den Filmen, was da für Probleme kommen oder was da für Probleme sind, das thematisieren wir hier auch gar nicht mehr. Es geht gerade wirklich mal hauptsächlich um In-Universe. Denn ich bin der Meinung, Marvel hat sich seit Loki Staffel 1, seit dem Ende von Loki Staffel 1 ein Ausweg für alles gebaut. Wir haben nun das Multiversum, es ist alles möglich, jegliche Versionen, alle möglichen Comic-Referenzen, alle möglichen Comics können nun bearbeitet werden und mit dem großen Big Brother MCU quasi kollaboriert werden. Was ja auch im ersten Moment für mich als Marvel-Fan erstmal so war, wow. Jetzt gibt es unendlich viele Möglichkeiten, sie können so viel gut machen, sie können so viel schlecht machen und ja, das war aber, finde ich, auch mit der letzte Punkt. So Filme wie Multiverse of Madness, die ich persönlich super geil finde, weil ich nun mal ein riesen Wanderfan bin und auch Doctor Strange ganz geil finde, haben Hoffnung gegeben auf, ja, Multiversums-Action. Und ich bin ganz ehrlich, bei dem Titel Multiverse of Madness habe ich mir dann doch ein bisschen mehr erwartet als das, was wir bekommen haben. Ich habe mir mehr Multiversum erhofft. Allgemein, die kommenden Filme oder die Filme, die nach Loki erschienen sind und auch Serien, waren alle so, naja, multiversumslos. Selbst Ant-Man, der einen riesengroßen, offiziell riesigen neuen Gegenspieler introducen sollte, halt Kang, der nun mal ein multiverselles, naja, eine multiverselle Bedrohung ist, nenne ich mal. Selbst das haben sie, naja, irgendwie verkackt, beziehungsweise schlecht umgesetzt. Wir bekommen dann diese eine Szene vom Council of Kangs, wo halt alle möglichen Kang-Varianten sind und das war's. Alle anderen Filme, ob's The Marvels sind, ob's, wie gesagt, Ant-Man ist, ob es Thor Love and Thunder ist, die ganzen Serien, She-Hulk, Echo und wie sie noch alle heißen, selbst diese ganzen Serien haben ganz, ganz wenig Berührungspunkte mit dem Multiversum gehabt. Wobei man sagen muss, She-Hulk, so gerne man die Serie haten kann, so gerne ich es auch mache, aber eine Sache haben sie mit She-Hulk reingebracht, die einfach wunderbar war und auch wirklich hoffentlich genau das gleiche in Deadpool 3 umsetzen wird. Und zwar ist das Selbstironie. Sie haben She-Hulk dazu gebracht, die vierte Wand ähnlich wie Deadpool zu durchbrechen, zu erklären, warum das einfach alles so ist, wie es ist. Die Klischees untermauern, beziehungsweise warum müssen wir immer die gleichen Abläufe haben, warum immer hier ein Supersoldatenserum und hier und bla und bla. Sie haben sich damit selbst auf die Schippe genommen, was gut getan hat, weil sie selbst gemerkt haben, vielleicht, okay, es ist nicht mehr die Aufmerksamkeit auf unseren Filmen und Serien, wie wir uns sie erhofft haben. Und ich denke, beziehungsweise ich hoffe, genau das wird Deadpool auch bringen. Wir sehen so viele Referenzen. Wir sehen ein Portal von Doctor Strange, beziehungsweise es könnte auch wer auch immer sein, der so ein Portal kreieren kann. Es ist aber definitiv eine hundertprozentige Referenz ins MCU. Deadpool, Wade Wilson, steht selber in der TVA und guckt sich Ausschnitte aus Avengers-Filmen an. Es ist nun mal wirklich einfach dieses Comic-Relief-haftige, yo, Alter, ich weiß, ich bin Deadpool, ich weiß, ich bin im Comic, in der Comic-Welt gefangen. Und das Ganze hier jetzt aufzuräumen, ja gut, ich bin Marvel Jesus.
Und natürlich gehen deswegen die Theorien auseinander. Wird wegen diesem Spruch I am Marvel Jesus, der gleiche wie I am Iron Man, wird Deadpool sich opfern und den Snap machen und wir bekommen dann Tony wieder zurück? Wird irgendwas in der grundlegenden Timeline verändert werden? Ist es alles nur wieder eine weitere Aufbauschung des MCUs, um einfach weitere Sachen zu introducen? Oder halt nicht? Ich denke, wir werden viel sehen, was versucht wird zu reparieren. Sachen, die einfach abgekattet werden, wo gesagt wird, okay, damit schließen wir jetzt komplett endgültig ab. Das war scheiße, wir sagen es hier quasi durch die Blume und es wird quasi neu aufgebaut. Ich meine, im Multiverse of Madness haben wir zum Beispiel die Fantastic Four eingeführt bekommen, wozu es ja auch bald einen Film geben soll, der dann das dritte Reboot, nenne ich es mal, der Reihe ist. Ob das gut ist, ob das schlecht ist, man weiß es nicht. Meine Hoffnung ist am Ende des Tages halt wirklich einfach nur, dass das jetzt endlich alles wieder von diesem, okay, wir haben unendliche Möglichkeiten, auf okay, wir haben einen strikten Plan, an dem wir uns ungefähr halten, wieder zurückgebracht wird. Also wieder von diesem kleinen, was expandiert ist, wieder zurück impandiert ist. Gibt es das als Wort? Ich weiß es nicht. Keine Frage, ich finde es super geil, dass es so viele Varianten gibt und so viele Möglichkeiten mit den Timelines und was weiß ich. Ich finde es geil, auch gerade in zum Beispiel Spider-Man No Way Home mit den Rissen im Universum, mit den ganzen Schurken, die wir aus alten Filmen kennen. Ich finde es genial. Es steht jetzt momentan das Gerücht im Raum, oder das weiß ich gar nicht, ob es bestätigt ist, dass mit dem neuen Blade-Film oder der Blade-Serie, ich weiß gar nicht, Serie oder Film, dass Wesley Snipes als Blade auch als Blade halt vorkommt. So von wegen, okay, ich bin eine andere Variante. Ich finde es geil. Wir bekommen alte Charaktere, mit denen jemand wie ich halt wirklich als kleines Kind aufgewachsen ist, aber halt auch manche Leute einfach mit den Oldschool Avengers aufgewachsen sind, einfach können wir zurückholen, ohne dabei die aktuelle Timeline direkt zu zerstören. Wir können sagen, hier, das gibt ein Cameo, ähnlich wie Stan Lee, und wir packen es einfach hier rein, wir schieben es euch in den Rachen, dass halt auch alte Fans zurückkommen. Natürlich ist dann monetäres Ziel hinter bei Marvel, das ist ganz klar. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass wenn wir jetzt in Deadpool 3 in Kombination mit Wolverine solche Schurken wie halt zum Beispiel Pyro oder einen potenziellen Oldschool, richtigen Comic-akkuraten Sabertooth bekommen, dass sich einige Fans sowohl der Comic-Reihe als auch der Filmreihe der ersten X-Men-Reihe sich denken werden, holy shit, ja, das tue ich mir an. Ich bin kein Marvel-Fan, aber das möchte ich sehen. Und das ist, glaube ich, das, wo sie versuchen hinzusteuern. Ich hoffe halt einfach, dass sie vielleicht versuchen, einen Spagat zwischen dem wir wollen neue Leute mit neuen Helden, mit aktuelleren Helden an Land holen, aber wir wollen die alte Community, die Oldschool-Marvel-Gucker sind, sage ich jetzt mal, nicht verlieren. Die wollen wir auch am Ball halten, mit halt Oldschool-Sachen. Und ich denke, dass das sein wird, worauf der Film hinarbeiten wird. So von wegen, wir geben euch was Neues, aber wir holen ganz viel Altes zurück. Natürlich ist das irgendwo auch nur so Getue, so von wegen hier, wir halten euch, ne, bei der Leine, so von wegen, ja, hier, entspannt euch, ihr habt eure alten Leute, ne, ist okay, heult nicht rum. Aber am Ende des Tages, wenn es gut umgesetzt wird, und ich gehe stark davon aus, dass es gerade bei Deadpool wirklich gut umgesetzt wird, gerade dann finde ich es vollkommen okay und vollkommen legitim. Sind wir ganz ehrlich, bei Deadpool 2, in diesem, ich nenne es mal Rückblick oder in dieser Post-Credit-Scene, wo er da durch die Zeitlinien jumpt und halt dann kurz mal die jungen X-Men halt kommen halt mit den ganzen, mit Quicksilver und. Das war einfach genial. Ich fand es super lustig. Es war nicht lang, es hat aber gepasst. Klar, es sind Filme nicht deswegen direkt besser gemacht. Beziehungsweise der Film war ja gut, aber es hat ihn nicht noch mehr aufgewertet. Aber es sind Sachen, wo man sich denkt, ja, okay, das Herz ist dann doch beim Marvel am rechten Fleck. Zusammengefasst denke ich wirklich, dass sie die Tür, die sie mit Loki, mit dem Multiversum quasi aufgerissen haben, es war ja keine Tür, es war ja mehr ein Gatter, versuchen sie jetzt mit Deadpool nicht zu schließen, aber auf jeden Fall zu kanalisieren. Ähnlich wie Loki, der sich auf den Thron setzt und seine Zeitstränge quasi zusammenhält und ne, kontrolliert. Ähnlich das soll jetzt Deadpool machen. Er soll die Zeitlinien wieder in die richtige Richtung bringen, aber nicht fixen in Hinsicht von, okay, wir haben nur noch eine Zeitlinie, sondern einfach wieder Struktur, Klarheit, Glätte in das ganze MCU bringen. Ich bin ganz ehrlich, natürlich würde ich es feiern, wenn wir irgendwann einen riesen Crossover bekommen zwischen den Avengers und den X-Men. Ob es ein Fight ist, ob es ein Fight zusammen oder gegeneinander ist. Ich würde es übel feiern und ich finde es auch nach wie vor schade, dass halt die X-Men-Filme stand jetzt immer noch sehr, sehr, sehr separiert vom restlichen MCU stehen, weil sie ja offiziell mehr oder weniger nicht wirklich hundertprozentig jetzt im MCU drin sind. Natürlich durch Professor X und wen auch immer. Schon, klar, keine Frage. Aber es ist ja immer noch nicht so wirklich ein großer Film damit entstanden. Und ich bin Fan davon. Ich bin Fan davon zu sagen, komm, packt alles hier zusammen. Dieses ewige Sony-Marvel-Hin- und Hergewische mit Spider-Man geht mir schon auf den Sack. Wir haben drei unfassbar gute Spider-Mans bekommen. Wir haben sie jetzt auch endlich in einem Film bekommen, aber eben am Ende des Tages ist es immer noch so, oh, ja gut, es sind halt drei verschiedene Spider-Mans. Natürlich mit Erklärung, alternative Universen, ne, Varianten, alles fein, alles gut. Haben sie sich quasi ein Mäuseloch gegraben und haben sich da drin versteckt? Haben sie gut gelöst, keine Frage. Nichtsdestotrotz, wenn man das Ganze nicht alles gestemmt bekommt, wie nach Loki mit den ganzen neuen Projekten, man hat einfach diese offene Tür nicht genutzt und hat gesagt, okay, wir bleiben dann doch eher klein und naja, gehen erstmal auf Echo
und so auf die kleinen Sachen ein. Wir gucken uns mal an, was geht denn so in Wakanda ab, ohne das Multiversum anzukratzen. Aber was geht denn eigentlich bei Ant-Man ab, ohne das Multiversum so wirklich anzukratzen? Wenn man das nicht alles gestemmt bekommt, dann soll man es doch lieber getrennt lassen. Aber was natürlich in dem Fall definitiv ganz groß dahinter steht, ist halt... Hallo, ich mag Moneten. Was hat Sie dazu inspiriert, eine zweite krosse Krabbe direkt neben dem Original zu bauen? Moneten! Geld regiert die Welt. Einer der mächtigsten Konzerne dieser Welt ist nun mal Disney, der das Ganze zusammenfasst. Wir sehen es bei Star Wars. Es ist einfach dieses, wir versuchen alles zusammenzuführen. Wobei man bei Star Wars sagen muss, da gibt es halt nur eins. Star Wars, es ist ein Universum. Und beim MCU gibt es halt, naja, Multiversen. Ist vielleicht ein bisschen aufwendiger. Problem ist einfach, ich fühle mich in letzter Zeit mit Marvel-Filmen und Serien ähnlich wie dieser eine Clip von Peter Griffin. Ja, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Man freut sich über das eine und man hofft auf das nächste und dann wird man doch enttäuscht und man weiß nie, man ist hin und her gerissen. Ich als Marvel-Fan gehe natürlich trotzdem, renne ich die Kassen an den Kinos ein und hole mir direkt die DVDs und hole mir auch, was weiß ich, alles Mögliche. Steckt denen mein Geld in den Arsch, keine Frage, aber einfach nur, weil ich halt Fan davon bin und es auch dann irgendwo mag, mich darüber zu beschweren, ist beim Fan-Sein dabei. Grüße ihn raus an alle Fußballfans. Es gibt halt immer eine helle und eine dunkle Seite, das ist halt einfach nur mal Ding. Trotzdem ist meine Hoffnung, wie gesagt, dieser Film in Hinsicht nicht auf. Was bekommen wir optisch, was bekommen wir mit den Schauspielern? Das wird geil, keine Frage, da habe ich keinen Zweifel dran. Aber was hat Marvel sich quasi dann dabei gedacht, zu sagen, okay, hey, wir setzen Deadpool dahin, den einzigen, neben She-Hulk, aber den einzigen relevanten, sorry She-Hulk, Schurken, Helden, Anti-Helden, Antagonisten, Menschen, MCU-Typen dahin, der wirklich effektiv weiß, er ist eine Comicfigur. Er wird von Leuten geschrieben. Er weiß es ja. Und den nehmen wir jetzt dafür, um das Ganze zu fixen. Teilweise, Stück für Stück, langsam, gemächig. Und das, denke ich, wird dabei auch der Fall sein. Wir bekommen einfach was endlich wieder Struktur reinbringt. Ob sie das dann halt beibehalten, das ist dann die Frage. Ob es wirklich so der Fall ist, wie ich es mir jetzt ausmale, das ist eine ganz andere. Das ist nach wie vor einfach nur eine Theorie oder ein Gedankenspiel, nenne ich es mal von mir, wie es sein könnte. Aber ich denke gerade durch Loki und Deadpool, die ähnliche Impacts auf das MCU haben im Sinne von Erweiterungen, zukünftige Erweiterungen. Gerade da die TVA hier am Start ist, denke ich, werden wir auch vielleicht möglicherweise einen kleinen Cut zu Loki sehen. Das wäre super awesome, der dann sagen würde, hey, hier, wait, das ist dein Zeitstrang. Vielleicht repariert er den Zeitstrang von Wolverine in diesem Universum. Es ist unfassbar viel möglich. Aber das Problem ist, es war auch unfassbar viel möglich bei Multiverse of Madness. Es war unfassbar viel möglich bei Spider-Man No Way Home. Da haben sie es zum Teil genutzt. Es ist immer unfassbar viel möglich. Es ist immer Potenzial. Und das Potenzial wird halt einfach nur manchmal nicht genutzt. Bei Deadpool ist die Hoffnung höher als bei manch anderen Sachen. Aber nichtsdestotrotz, an der Stelle kann ich einfach noch sagen, man kann sich freuen, man soll aber auch nicht zu viel Hoffnung reinstecken, weil am Ende des Tages könnte man auch enttäuscht werden. Das kennen wir, das kennen alle Gamer, das kennen alle Marvel- und Star Wars-Fans momentan sowieso. Man fühlt sich einfach nur wie jemand, dem Häppchen hingehalten wird und dem man hinterherläuft und man kriegt es vielleicht sogar, aber das nächste ist dann doch wieder weiter entfernt, als man denkt. Schade, aber ist so. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie seht ihr das Ganze? Was denkt ihr, ist wirklich der Grund, warum Deadpool Marvel Jesus wird, um es einfach im Zitat zu sagen. Was wird passieren oder was wird möglich sein, da Deadpool jetzt so auf das MCU einwirken kann? Was denkt ihr, unabhängig erstmal von dem ganzen Wolverine X-Men Collaboration, ist natürlich nach wie vor episch geil, könnt ihr auch gerne eure Meinung zuschreiben, aber was denkt ihr, ist wirklich so der Einfluss, den Deadpool demnächst haben kann? Könnte. Und vor allem, denkt ihr, es wird überhaupt so weit kommen? Oder denkt ihr, es wird einfach eine weitere Kuh sein, die gemolken wird bis zum geht nicht mehr? Wir holen jetzt auch noch den letzten Cent aus Hugh Jackman raus. Was denkt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich lese es gerne durch und ich bin sehr gespannt. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was meine Theorie zu den, ich nenne es mal, neuen Infinity-Steinen ist, dann checkt gerne dieses Video aus. Und wenn euch interessiert, was meine größten oder teilweise größten unpopular Opinions über Marvel sind, dann klickt gerne auf das Video. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es sowieso schon ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf, naja, derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.